Da di dum dum di dai dum da di di dum da da. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, jetzt kann ich leider nicht sehen, ob ich übersteuere im Ton oder nicht. Ich habe am Mikrofon, an der Kamera das auf minus 24, glaube ich, stehen. Da gibt es eine Einstellung, da kann man das hoch und runter fahren. Und die Geräteempfänger und Sender stehen noch auf 0, weil es hier im Raum ja doch unheimlich laut ist, wenn das Ganze ein bisschen höher gestellt ist, interessanterweise. Nun ja, werden wir sehen, was das Ganze draußen bringt. Ich muss erstmal die Klangqualität jetzt ein bisschen testen, austesten in dem Sinne. Auf jeden Fall bin ich soweit erstmal ganz zufrieden. Ich bin erst seit 5 Minuten zugange, hier das Ding einzustellen. Ist natürlich ein bisschen Fummelei. Das Mikrofon selber, das hängt jetzt hier unten. Ich hatte es erst hier oben hängen gehabt, aber da hörst du jedes Mal, wenn ich atme, hörst du jedes Mal dieses Atemgeräusch, das ist natürlich Quack mit Soße. Kann vielleicht sogar sein, dass ich dieses Mikrofon noch tiefer anhängen kann. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall im Raum ist natürlich anders wie draußen, gegen ganz klarer Fall. So, das Ganze nur nebenbei, weil ich muss jetzt so nach und nach das Ganze einstellen. Von daher werde ich das jetzt so zwischendurch mal kurz erwähnen und so weiter und so fort. Ja, was werden wir heute noch machen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil es jetzt eine Testaufnahme ist. Und von daher werde ich mir jetzt einfach mal irgendwas holen, was wir machen können, thematisch zum Bereich Pflanzen, damit das auch ein bisschen interessanter wird. Und von daher, ich war nicht nur die Aufnahme dementsprechend testen, sondern auch mal Pflanzen zeigen. So, ihr seht schon, ich bin ganz konfus. Ja, habe ich lange durchgelesen bei den Dingen hier. Diesen Funkmikrofon, interessant ist es auf jeden Fall. Klangqualität muss ich gucken, wie das funktioniert, weil an der Kamera ist natürlich ein besseres Mikrofon als jetzt hier direkt, was ich jetzt hier dran geklippt habe. Und von daher muss ich einfach mal gucken, was da möglich ist oder nicht möglich ist. So, jetzt habe ich Glück, dass ich hier so eine Tasche, kann ich das Ding einfach reinstecken, gut ist. Ansonsten muss ich auch mal gucken, wie ich das festmache hier, weil es ist auch nicht ganz so einfach. Denn es ist jetzt, zeigt doch wieder so viel Quack, Quack. So. Ja, hier ist so ein Dübel noch dran und hast du nicht gesehen und das ist irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Jetzt ist hier noch so eine Rille gewesen, wo ich das reinstecken konnte. Hier ist so ein Clip zum Festklippen und dann habe ich das jetzt einfach hier so mal dran gesteckt. Ja, so mal, ne? Erste Mal von daher. So, da hast du lauter Knitterfalten hinter dem Hemd, das sieht auch blöd aus, ne? Aber ansonsten, man hat so keine Nebengeräusche, das ist ganz okay. Aber nun ja, wollen wir mal gucken, inwieweit das Ganze weiter funktioniert. Ich kann mich dann auch hinter die Kamera stellen und mal labern, ohne dass es dann gleich lauter wird oder so. Das ist natürlich optimal. So, dann breche ich das mal kurz ab und mal sehen, was wir uns gleich noch anschauen. So, wie machen wir das jetzt? Pass mal auf, jetzt bastle ich doch hier ständig rum, weil es ist so interessant, das Ganze zu machen. Wir werden jetzt mal in den Nachbarraum gehen und dann werde ich mal die Meerschweinchen filmen. Ich habe noch eine zweite Kamera. Und mal gucken, inwieweit der Ton sich dann dahin noch überträgt oder nicht. Und gehen wir einfach mal und schauen mal, wie weit. Die andere Kamera habe ich jetzt noch aus, weil das Chaos möchte ich jetzt gerade hier nicht filmen. Die Tür auf, so. Dann mache ich die Tür zu. Mal gucken. Oder nee, erstmal Tür auf. Ne? Lol. Machen wir erstmal Tür auf. Mal gucken, ob überhaupt noch überträgt, sendet in dem Sinne. So, dann habe ich jetzt die Kamera an. Jetzt sind wir bei unseren Meerschweinchen. Sie ist das gerade beendet bei Horst. Der frisst wieder ein bisschen. Heu haben sie noch genug. Und von daher ist hier alles soweit okay. Hier unten kommt noch bald das Licht rein. Ich habe es schon. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Na, Teddy? Hast du noch keinen Hunger? Okay. So, So, dann würde ich sagen, mache ich mal eben Justus die die Tür Tür zu. zu. Ich ja. Quiek, 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 quiek. So, machen wir mal die Tür zu. Mal gucken, inwieweit jetzt die Lautstärke sich verändert oder überhaupt noch empfangbereit ist. Ja, ne? Quiek, quiek. Komm, gehen wir mal zurück. Ja, ihr kriegt gleich noch was. So, die Kamera habe ich jetzt ausgeschaltet. Dann gehen wir wieder in den Raum rein. Das hat ja bis hierhin eigentlich ganz gut funktioniert. Reichweite soll bis 100 Meter sein. Das ist natürlich eine Frage zwischen den Räumen, Türen und dergleichen. Kann das Ganze sich natürlich auch ganz anders verhalten. Und daher probieren wir das einfach mal so ein bisschen aus, was möglich ist oder nicht möglich ist, nicht wahr? So, dann latsche ich mal zu der Kamera und mache sie aus. Lustig, lustig, tralala. So, ich habe jetzt mal den Puschel hier drauf gesetzt, den Windpuschel. Ich gehe mal kurz nach draußen, um mal zu gucken, ob das noch funktioniert. Das ist nur eine Spielerei. Aber mal gucken, nicht wahr? Weil es Spaß macht. So, dann gehen wir jetzt durch den zweiten Arbeitsraum durch, machen die Tür auf, gehen raus zu den Meerschweinchen, dann machen wir die Tür zu. So, dann gehen wir durch den Raum durch, in unseren Vorraum, wieder eine Tür. Tür auf, Tür zu. Hier ist der Koko. Hallo Koko. Hallo. So, und dann gehen wir jetzt mal nach draußen. Oh, jetzt ist windstill. Lol. Okay. Ja, das nehmen wir dann jetzt erstmal mit, dass es jetzt leider windstill ist, denn ich wollte ja wissen,
wie das Ganze so funktioniert. Jetzt rennt der Depp da draußen rum, dann kann ich natürlich da nicht weiter filmen. Aber so ein bisschen kann man ja vielleicht noch sehen. Tirili, tirila, diram, dam, dam. Da gehen wir einfach mal die rum, die dam, dam, dam. Die dup, die dup, die dam, bam, bam. So, jetzt bin ich draußen direkt am Fenster. Fenster ist geschlossen. Mal auf die andere Seite. Bis zur Garage. Machen wir eben die Garage zu. Gucken, ob das bis hier noch hinbekommt. Wo ist denn der Winkel? Da. Ja, Shiba, Shiba. So, ready. Dann latschen wir mal wieder zurück. Bum, 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 bum. Da-dam, bam, 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 bam. Ja, jetzt ist ein bisschen windig. Mal sehen, ob wir es gleich hören. Ja, das ist doch schön. Ja, guck mal, richtig windig jetzt. So, wo ist das? Fein. So, dann gehen wir langsam zurück. Jetzt sind wir schon wieder vorne an der blauen Bank. So, jetzt kommen wir wieder rein. Haustür, Füße abputzen. Hallo Coco. Sag doch mal was. Kuckuck. Miau. Na, geht doch. Super. So, Tür auf. Meerschweinchen. Quick, quick. Quick, 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 quick. So, dann Füße abputzen. Jetzt sind wir wieder im Arbeitsraum, im ersten. Und dann gehen wir jetzt in den zweiten Arbeitsraum. Und da bin ich schon wieder. Tiri, tiralala. Jetzt werden wahrscheinlich die Tonlagen komplett unterschiedlich sein, weil wir ja ganz andere Hallwiedergaben haben im Prinzip. Da bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt. So, dann machen wir schnell mal die Kamera aus. Nein, nicht schnell, ne? Tu bitte Ruhe an. So, jetzt. Ja, ich bin Laie, von daher dürfte mir nicht böse sein, wenn das hier nicht so funktioniert, wie es laufen sollte. Oder tralala, ich mache das hier einfach nur just for fun. So, pass mal auf, wir haben jetzt hier unseren Sender. Im Prinzip, so, pass mal auf, den lege ich einfach jetzt mal hier auf den Tisch hin irgendwo. So, einfach mal hier zwischen. So, dann lege ich den einfach mal hier drauf. Und mal gucken, wie dann so die Wiedergabe ist. Ich denke mal, da wird sich nicht ganz viel tun, weil die Entfernung ist jetzt nicht wesentlich größer. Vielleicht ist es sogar wesentlich einfacher in der Handhabung. Vor allem, wenn ich hier rumhantiere, tue und mache, dann habe ich irgendwas Kabel hier rumhängen und so, ist das wahrscheinlich wesentlich einfacher, zumindest hier im Raum. Da kann man es irgendwo positionieren, das Mikrofon, und hat dementsprechend eine gleichmäßige Lautstärke, je nachdem, wo man das natürlich hinhängt. Ich kann ja mal eben weggehen vom Mikrofon, dass wir mal sehen können, inwieweit sich das Ganze dann jetzt verändert. Und ich denke mal, da wird man schon Unterschied sehen, hören, sehen nicht, lol. Viel sehen kann man im Bild nicht, wobei ich werde euch hier etwas einspielen, damit das nicht ganz so langweilig ist mit dem Bild im Vordergrund, das ihr seht. Ich bin jetzt hinter der Kamera, gehe dann mal links von der Kamera und bewege ich mich jetzt mal auf die andere Seite. Bin jetzt hier, lol. Ja, ihr seht schon, dass man kann eine Menge austesten damit. Das wird also mega cool, vor allen Dingen natürlich dementsprechend mit den Lautstärken, die man einstellen kann. Muss dann in dem Sinne, nicht wahr? Weil das bietet doch eine ganze große Bandbreite in dem Sinne. Ich habe das Ganze jetzt fast auf Minimum geparkt in dem Sinne. Das heißt, ich kann das alles noch richtig hoch pushen. Von daher kann das also richtig interessant sein, dass man dieses Mikrofon hier dann vielleicht auch beispielsweise, wenn man draußen ist mit einer Gemeinschaft, einer Gruppe, das einfach in die Mitte hinlegt der Gruppe und dementsprechend dann alle aufnehmen kann in einer gleichen Lautstärke, wenn das dementsprechend natürlich von der Entfernung her dann passt. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wie das jetzt läuft. Also das Gerät bietet unheimlich viele Möglichkeiten und scheint qualitativ wirklich sehr hochwertig zu sein. So, dann gucke ich mal eben, was die Aufnahme gebracht hat. So, das Mikrofon liegt hier noch rum, denn ja, ich hampel hier schon so lange rum. Jetzt hat der Postbote gerade geklingelt. Dann machen wir das jetzt einfach just for fun mal spontan. Wo habe ich denn jetzt mein Messer? Da, ja. Das sollte man immer dabei haben. So, ja, das Päckchen ist von der Jeanette. So, ja, das gibt heute hier so einen Kramsfilm. Nicht böse sein, weil das mache ich jetzt einfach so, denn ich habe jetzt keinen Bock mehr, einen richtigen Film anzufangen. Das ist jetzt nicht wahr. Ich möchte ausprobieren, was dieses Mikrofon so hergibt, und von daher schauen wir einfach mal. Habe ich jetzt irgendwas verpeilt hier? Ja, ich bin noch nicht der große Päckchenauspacker. Meine Güte, das Teil ist so geil, was das alles für Möglichkeiten bietet, wenn wir im Laufe des Jahres natürlich sehen. Ich bin kein Profi, ich bin absoluter Laie. Ey, sag mal, bin ich zu doof, hier ein Päckchen aufzumachen? Ach so. Oh Mann, ey. So, ja, es ist einfach mega cool, was das Gerät dementsprechend so bietet.
Ja, das ist mal mega cool. Mega cool. Jeanette, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, ein Buch. Das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren, die Entdeckung einer verborgenen Welt. Das ist mal mega cool. Ja, also dann habe ich auch mal wieder Lektüre, mich zu entspannen und zu lesen. Da muss man also wirklich Zeit auch bei haben. Der Wald ist für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. Ja, er steht für stille und unberührte Natur. Hier steht noch viel mehr drin. Ich nur mal kurz alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir, dass du alle deine Wünsche verwirklichst und an deinen Träumen deine Zukunft wird. Ich wünsche dir, dass du alle deine Wünsche verwirklichst und, was heißt jetzt, deine Träume, deine Zukunft wird. Und auch deine Träume, deine Zukunft wird. Dass du alle deine Wünsche verwirklichst und und aus deinen Träumen deine Zukunft wird. Ach, ich bin auch ein Depp manchmal, glaubst du wohl. Ja, ne, das ist nun mal so. Ein sehr, sehr schönes Buch, das ist so cool. Also da freue ich mich drauf, das zu lesen. Das wird sehr, sehr spannend. Ja, meine Lieben, das ist heute, wie gesagt, das Buch ist von Peter Wohlleben, Jahrgang 1964. Der ist noch 2 Jahre älter wie ich. So, ich beende das Ganze jetzt hier, weil ich bin sowas von konfus, was hier mit dem Gerät tatsächlich alles möglich ist. Es ist schon der Wahnsinn. Anfangs, als ich es ausgepackt habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, kriegst du das überhaupt in Betrieb? Wie funktioniert das überhaupt? Und hast du nicht gesehen? Gut, mit dem Ansteckding muss ich nochmal gucken, wie ich das handhabe, wie das am besten funktioniert, wo man das positioniert und so. Vor allem, wenn wir draußen dann rumrennen und so. Aber nun ja, nicht wahr? Tun und mache, ich lange lachen, weißt Bescheid? Versuch macht klug. Es ist eine coole Sache, kann ich euch sagen. Ja, wie beenden wir das Ganze jetzt hier? Ich würde sagen, ich mache erstmal den ersten Film von heute Morgen on, werde den Kram hier gleich ein bisschen bearbeiten. Das wird nichts Besonderes jetzt gewesen sein in dem Sinne. Aber nun ja, was soll's. Ich mache jeden Tag wenigstens einen Film, von daher kann ich auch mal so einen Quatschfilm machen in dem Sinne, wo man jetzt nicht wirklich was mitnehmen kann. Aber das ist jetzt einfach nur mal so, um zu zeigen, dass dieses Equipment jetzt halt dementsprechend demnächst auch zukünftig dabei sein wird. Ja, wie die Tonqualität sich dann einstellen, das Ganze dauert natürlich ein bisschen, bis ich das richtig hinbekomme. Auf jeden Fall denke ich mal, es ist ganz okay von der Tonqualität bis jetzt zumindest. Wie gesagt, ist auch eine Einstellungssache, nicht wahr? Wir haben dann noch, jetzt steht es auf 0 von dem Empfänger, steht auf 0 dB. Geht dann plus 10 und plus 20 dB, glaube ich, genau. Was genau das bewirkt, ich denke mal, ist das jetzt nur die Lautstärke oder ist das auch der Kontrast, der in der Stimme liegt? Ich weiß jetzt gar nicht. Und da kann ich an der Kamera selber noch die Lautstärke extrem hochfahren. Also das bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Das ist so geil. Ja, das heißt also, draußen können wir auch ganz andere Filme dementsprechend mal gestalten. Aber das machen wir peu à peu, ne? Immer so Stück für Stück sich an der ganzen Materie herantasten. Auf jeden Fall ist es für die Zukunft eine richtig coole Sache. So, ganz lieben Dank, Jeanette, nochmal. Das ist mega cool. Aber da muss ich, wenn ich so ein Buch lese, da muss ich also wirklich Muße haben, Zeit haben, Ruhe haben. Das kann man nicht so eben, nicht mal eben hinsetzen, mal eben lesen. Da musst du also wirklich in dich kehren. Am besten sogar, würde ich sogar mal sagen, man nimmt sich so ein Buch und setzt sich in den Wald. Ja, setzt sich in den Wald. Vielleicht lese ich euch das Buch ja aus dem Wald mal im Wald vor. So, Quack mit Soße, weiß Bescheid. Und mal gucken, was wir alles so machen im Laufe der Zeit. So, ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald. Ich mache das jetzt hier wirklich zu Ende, sonst kriege ich heute gar nichts mehr gebacken, weil ich renne hier schon so lange rum und vor allem der Kopf, der qualmt natürlich, ne? Weil du kennst die Möglichkeit noch gar nicht, was damit alles möglich ist und von daher willst du ja auch alles auf einmal irgendwie wissen und auch die Einstellungen richtig machen, hast du nicht gesehen, aber das klappt sowieso nicht. Von daher langsam an die Sache rantasten und da geht es weiter. So, herzlichen Dank nochmal auch für die ganz vielen lieben Kommentare. Ja, Geburtstagswünsche in dem Sinne. So. Es macht einfach nur Spaß mit euch. Ja, es macht mega Spaß. Das ist so cool, wie sich das alles entwickelt hat. Der Wahnsinn, der Wahnsinn.